Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Revelations 2. Ja, jetzt sind wir mittlerweile schon in den Forschungsräumen von diesem komischen Herrenhaus komplett unten in der Erde angelangt. Und jetzt schauen wir uns hier unten noch einmal genauer um. Ah, direkt eine Notiz. Eines Forschers. Da der Chef bei einem Experiment umgekommen ist, wurde die Sicherheit der Kultivierungsanlage auf Stufe 2 erhöht. Ich habe gehört, dass neue Sicherheitskarten im Chefzimmer ausgegeben werden. Ich habe das nur überhört, also werde ich wohl keine bekommen. Vielleicht ist das auch besser so. Diese Kultivierungsexperimente mit dem Ouroboros-Virus scheinen echt gefährlich zu sein. Irgendwie habe ich dann da schon das Gefühl, jeder, der keine dieser Karten bekommen hat, wurde schon instant zum Forschungsobjekt ernannt. So, du kriegst eine Stufe 2 Freigabe. Du kriegst schon mal an deinem C diesen komischen Leichenanhänger. Ne? Weißt du Bescheid? Oh Mann. Wo? Kopf. Okay. Aha. Nein. Guckt euch das an, wie der seinen Kopf da nach unten hält. Das ist doch. Du Sackgesicht. Gibt es ganz einfach nicht. Die wissen es ganz genau. Dreckige Viecher. Okay, ein bisschen Licht wäre nicht schlecht. Okay. Knöpfchen. Oh, Wappenschlüssel. Endlich. Geil. Was haben wir hier? Nix. Oder, Natalia? Ja, nix. Noch weitere Fächer? Ja. Einiges, was ich hier öffnen kann. Na, das war ja ein. Super, mein Glückstag. Yep. Und das Viech hat sogar Munition da gewohnt gehabt. Und ein bisschen sprayen mit dem grünen Kraut. Die könnte ich jetzt auch mal wieder benutzen, um wieder ein paar Schüsse freizukriegen. Dass ich wieder ein bisschen was aufnehmen kann. Ah. Vorsichtshalber so ein bisschen messern. Meine Fresse, diese Viecher hier immer. Ja, okay, jetzt wo wir den Wappenschlüssel haben, können wir ja die letzten verschlossenen Räumlichkeiten hier betreten. Ah ja, genau. Da hoch. Ja, meine letzte Aufnahmesession mit Resident Evil, die ist ein paar Tage her, von daher verzeiht es mir, wenn ich jetzt nicht mehr ganz so gut weiß. Oh Gott. Wenn ich jetzt nicht mehr ganz so gut weiß, wo es hier lang geht. Es kommt näher! Das ist auch das Gruselige, ehrlich gesagt, an diesen Viechern. Man weiß nie, wann man von einem der Dinger überrascht wird. Auf einmal merkt man nur so, ja, es wabert so ein kleines bisschen, die Sicht verstimmt. Shit. Und da oben habe ich eine kleine Larve übersehen. Die hole ich mir jetzt nochmal. So. Ah. Also die Glasps sind bislang die unangenehmsten Gegner für mich, denn selbst wenn man hier jetzt durchrushen möchte, Speedrun-mäßig, dann merkt man so, oh shit, da war ja noch was. Die Revenants sind die zweitschlimmsten eindeutig, weil einfach nur wegen ihrer Be Art, wie sie sich bewegen. Ugh. Das erinnert mich so ein bisschen an die. Ah, wie hießen die nochmal? Aus Resident Evil 4. Die Regeneratores hießen sie, glaube ich. Ah, die haben einen auch schon. Erstens durch ihre komische Bewegungsart, zweitens durch dieses Röcheln, was sie die ganze Zeit von sich gegeben haben. Dieses. Alter, ey, das lässt einen das Blut in den Adern gefrieren, wirklich. Oh, Resident Evil 4, ein großartiges Spiel.
eines meiner Lieblingsspiele. Vor allen Dingen auch, weil es mal einen meiner Lieblingscharaktere aus Resident Evil als Hauptcharakter hat, den guten Leon. Deswegen bin ich ja jetzt momentan auch sehr heiß darauf, die Collector's Edition von Resident Evil 2 Remake in die Finger zu kriegen, damit ich eben auch ein schönes Platin-Let's Play von Resident Evil 2 Remake für euch machen kann. Ja, da habe ich mittlerweile schon einem Comment für geantwortet, dass, ich weiß es nicht mehr genau, ehrlich gesagt, von wem es stammte. Pardon, wenn ich mich an den Namen jetzt gerade nicht erinnere. Aber da habe ich es eben schon bestätigt, ja, es ist auf jeden Fall geplant, nur muss ich eben jetzt so ein bisschen darauf hoffen, dass ich einen einigermaßen guten Preis erziele für die Collector's Edition. Damals kostete die Edition ja... Okay. Das wäre eine Stealth-Kill-Möglichkeit gewesen, aber... ja. Aber wie gesagt, so die ich glaube, der ursprüngliche Preis, habe ich gehört, lag von der Collector's Edition bei 250 Euro. Und ja, etwas, was, sag ich mal, über 300 hinausgeht, auf gar keinen Fall. Ich versuche es noch einigermaßen zu dem Originalpreis zu bekommen. Keine Ahnung, ob ich damit Erfolg haben werde. Jetzt aktuell läuft noch etwas, worauf ich bieten kann, was ich so ein bisschen im Auge behalte. Da muss ich aber natürlich wieder Glück haben, dass ich am Ende auch das richtige Gebot mache. Keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Aber ich tue natürlich mein Bestes. Das ist ja wirklich eben das Schlimme, wenn die Leute ganz genau riechen, ja, das ist ein Spiel, das wird heiß begehrt sein, deswegen werden die Leute sich dumm und dämlich zahlen für die Collector's Editions. Also kaufen wir schon mal mehrere vorher, wir bestellen uns mehrere CEs vor. Ich kürze es jetzt einfach mal ab, Collector's Editions. Und dann schwimmen wir im Geld, sobald wir sie vor Release oder beim Release und nach Release verkaufen. Weil dann zahlen die Leute auch nochmal ordentlich Asche wegen dem Sammlerwert. Ach, das... Ich weiß, ich schneide das Thema in letzter Zeit immer öfter an, aber ja. Gerade in letzter Zeit werde ich eben auch immer öfter damit konfrontiert. Deswegen lasse ich mich da auch gerne mal wieder drüber aus in meinen einzelnen Videos. Okay, Tagebuch des Leiters der Forschungsanstalt 2. Heute kam Stuart vorbei und lieferte die Proben, auf die wir gewartet haben. Das Ouroboros-Virus. Wir haben unsere Arbeit an Tiphobos beendet und wenden uns nun Ouroboros zu. Die Untergrundebene der Anlage wird extra für diesen Zweck umgebaut. Ich bin so aufgeregt, dass ich weiter unter Alex' brillantem Intellekt arbeiten kann. Das finde ich ehrlich gesagt auch ganz... Okay. Hat gerade die Essensglocke geläutet? In der Nähe des Dining Rooms. Ich finde, das ist ein ganz schlechtes Zeichen gerade. Okay. Hm. Naja. Was ich eben an diesem Spiel auch schön finde, ist, wie hätte man Ouroboros creepy machen können? Aus Resident Evil 5 quasi. Ja. So. Ne? Wirklich eher so zombifizierte, dem Verfall ähnliche... Naja, die sind aber eher vom Tiphobos befallen, ich weiß. Dennoch... Das ist eine Möglichkeit. Ja, das brauche ich nicht, das kann ich wegschmeißen. So. Und eben diese Renegades. Ach, oder nee, die hießen nicht Renegades, oder? Wie hießen die nochmal? Jetzt habe ich den Namen von den Viechern vergessen. Ich habe ihn doch in diesem Part noch vor ein paar Minuten genannt. Ach ja, mein Gehirn. Okay. Ja, jetzt muss ich nur wieder was wegschmeißen. Ach, guck mal. Definitiv gleich wieder eine kleine Werkbank. Jesus! Alter! Oh, okay, bei dir mache ich jetzt den Waffenarm kaputt, Reflexteil. Jesus fucking Christ. Oh. Ja, das meine ich eben. Das Spiel schafft es durch diese Gegnerart einen noch Angst einzujagen. So würde der Ouroboros-Virus quasi tatsächlich noch Furcht erzeugen. So hätte Resident Evil 5 als Horror-Game noch geklappt. Aber naja, ich finde Resident Evil 5 ehrlich gesagt nicht so schlimm.
Ja, die meisten Leute, die sind dem Spiel ja deswegen abgetan gewesen und Resi 6 auch, weil es ja eher so in Action-Shooter-Manier abgedriftet ist. Ne? Dem kann ich nicht widersprechen, das stimmt, aber ich hatte trotzdem meinen Spaß dabei, mit den Charakteren wieder zu spielen, die ich eben seit dem Anfang von Resident Evil kenne und ihren Werdegang sozusagen weiter zu beobachten. Ne? Chris eben mit Wesker in Resi 5, wo er quasi diesen langwährenden Kampf mit Wesker endlich zu Ende bringen konnte. Ja, was sozusagen einfach mal das Ende seiner Character-Arc gewesen ist. Fand ich ganz nice. Naja, Resident Evil 6 ging mit den Character-Arcs so ein kleines bisschen in verschiedene Richtungen. Da hätte Chris' Kampagne so ein kleines bisschen erweitert werden können durch seinen Partner, aber da möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, für die Resi 6 nie gespielt haben. Ich sag nur so, von der Story her hätte ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen mehr Fanservice erwartet. Ich weiß, es gab ein paar Interaktionen zwischen Leon und Ada. Das ist ja so mein Lieblingsship aus Resident Evil, ne? Ada und Leon. Du musst Oh erschöpft sein, Natalia. Gott. Brauchst du eine Pause? Mir geht's gut, Barry. Danke trotzdem. Oh boy. Wo bin ich hier jetzt gelandet? Naja, was ich sagen wollte. Oh, leere Flasche, Mist. Zwei leere Flaschen sogar. Geil. Ja, dann kombinieren wir doch gleich mal. Nein. Ja, die hätten es ehrlich gesagt so langsam mit Ada und Leon weiterführen können, dass die beiden wirklich mal. Ja, ich weiß, Ada ist nicht so der Typ für. Ich weiß, ja. Aber trotzdem, na, da hätten sie mehr draus machen können, meiner Meinung nach. Ich hätte es Leon gegönnt, dass er jetzt wirklich so einen Kuss von ihr bekommt oder was weiß ich was. Ne? Momentchen. Ich sehe da ja gerade die Werkbank, da nutze ich das gerade. Geladener Schuss 1, Multischuss. Oh, hoppala. Multischuss wäre ja an sich nicht schlecht. Kommt drauf an, welche Waffe ich das reinpacke. Feuer zwei Kugeln auf einmal ab. Könnte ich hier reinpacken? Probiere ich mal jetzt mit der Pistole, weil ich dafür immer noch ordentlich Muni habe. So. Ja. Wie gesagt, es ist halt so mein kleines Schipperherz, das so nach ein bisschen mehr Futter verlangt hat. Um es mal so zu formulieren. Aber was will man machen? Ich hoffe, sie werden Resident Evil noch einmal mit den Charakteren fortsetzen, die es auch begründet haben. Das Einzige, was ich über Resident Evil 7 tatsächlich weiß, was aber kein Spoiler ist, ist, dass es ganz einfach nicht mit den Charakteren spielbar ist, die man von Anfang an in Resident Evil kennengelernt hat. Also es sind halt komplett andere Charaktere. Ich sag mal so, es fühlt sich so ein bisschen an, ohne es gespielt zu haben, aber wenn die schon die Charaktere rausnehmen und es ist trotzdem Resident Evil 7, anstatt dass sie daraus ein Reboot machen von der Serie, da fühlt es sich für mich eher so an, als ob das ein Horrorspiel gewesen wäre, das nie die Intention hatte, den Titel Resident Evil zu tragen. Und dann haben die einfach gesagt, ey, das ist so ein gutes Horrorspiel, wenn wir da Resident Evil als Namen reintippen, dann werden die Fans aber richtig stolz auf uns sein, dass wir endlich wieder zum Horror zurückgekehrt sind. Und ich mir dann denke so, ja, ist geil, weil ihr zum Horror zurückgekehrt seid. Und so ein bisschen, und das ein besseres Back to the Roots Feeling gewesen ist, aber halt ohne die ganzen Charaktere, die man seit dem ersten Resi-Teil lieben gelernt hat. Ich gucke mir jetzt nur die Viecher hier drinnen an. Keiner von denen hat Waffenarme. Dann kann ich die ja eigentlich drinnen lassen. Na gut. Oh, Moment, war hier nicht eventuell irgendwo. Oh. Hi. Mist. Ich habe vollkommen vergessen, hier danach zu gucken. Okay. Oh boy. Achtung! Achtung, meine Ehre, Quarantäne,
Reparatur eingeleitet. Alle Türen werden geschlossen. So, okay. Welches? Oh Gott. Ah, geil, sie hat schon die Schwachpunkte von denen freigelegt. Nicht schlecht, Natalia. Nice gemacht. Haben wir jetzt gerade unendlich viele oder was ist hier los? Vor allen Dingen haben die haben die alle an der gleichen Stelle die Schwachstelle? Nein, haben sie nicht. Nein! Hau ab! Ich mache prinzipiell. Aua! Oh nein! Oh! Ich bin in die falsche Richtung gesprintet. Oh Gott! Alle Türen werden geschlossen. Es kommt mehr! Nein! Weiter rechts! Da! Sie! Da! Weiter rechts! Da! Sie! Nein! Weiter rechts! Weiter rechts! Da! Nur noch einen Moment! Okay. Halte durch! Jesus. Okay, jetzt mal so ein bisschen sneakern. Okay, Alter, ich dachte schon. Nein! Ach, warum ist das Viech jetzt auf eine Etage weiter runtergegangen? Das gibt's doch nicht. Abnormale Virenmengen festgestellt. No shit! Was ist jetzt passiert? Achtung! Och nö, ich sehe da oben noch so ein Ouroboros-Ding. Das gibt's doch nicht. Langsam. Quarantäneprozedur eingeleitet. Viele gibt's denn noch davon? Echt gut gemacht! Nein! Nein! Barry! Danke für die Hilfe! Barry! Sie sind da! Ja, ja, okay. Okay. Schweingart. Ha! So. Gekopfmessert, sozusagen. Achtung. Ja, okay, hi. Komm mal her. Okay. Das wird... Nein. Ach komm! Nee, fick dich! Du Drecksteil, ich fass es nicht. Das wird eine Szene sein, die definitiv scheiße sein wird im... Naja, im Zeitlimit-Modus weniger, eher im Unsichtbar-Modus. Da wird das die richtige Pest. Scheiße, ey. Und ich darf wieder ganz von vorne im Raum anfangen? Echt jetzt? Naja, wenigstens das Ganze kombinieren wurde gespeichert. Yay. Na gut. Schweinerei. Brandflasche, her damit. Pistole. Gibt es hier irgendwo einen Ort? Weil es fühlt sich für mich so an, als ob sich hier irgendwo im Raum eine Tür nach und nach öffnet und ich die Gegner nur für kurze Zeit fernhalten muss. Theoretisch. So. Nein. Okay, geil. Hat schön den Ball getroffen, das Drecksteil. So. Achtung! Achtung! Ach so, die Viecher sind es, die dann mit der Ball gekommen sind. Quarantäneprozedur eingeleitet. Alle Türen werden verschlossen. Oh Gott, ey, dieser Schleim, seht ihr das? What? Was? Das Monster kommt her. Nein, 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 nein. Schlecht. Shit. Nur noch einen Moment. Halte durch. Komm schon. Ja, das Gute ist jetzt aber, dass hier auch so ein explosives Fass ist. Eines zumindest, das ich jetzt gerade entdeckt habe. Shit. Abnormale Virenmengen festgestellt. Weiter rechts! Okay. Abnormale Virenmengen festgestellt. Nein.
Einhorn. Quarantäneprozedur okay, das ist ich halt auch. Du bist der, der mit dem Kopf, beim Kopf die Schwachstelle hat. Okay. So, für dich habe ich mir jetzt extra das hier aufgehoben. Komm mal her. Oder wartet der da jetzt ernsthaft? Muss das an, ey. Der hat da ernsthaft höflich auf mich gewartet. Achtung! So. Achtung! Merde Schleimbolzen. Abnormale Virenmengen festgestellt. Quarantäneprozedur ja? Eingeleitet. Nein! Oh Gott! Echt gut gemacht! Wo kommt das denn jetzt her? Ist hier irgendwo ein Schleimbolzen? Ha, geil! Alle von seinen Tentakeln sind jetzt weg. Sehr schön. Das gefällt mir. Oh, ab! Oh, das habe ich jetzt gern gesehen. So ein richtiger Stümmel nur noch. Geil. Alle Türen aufgeschlossen. Okay, Tatsache. Also man muss hier wirklich bis zum Ende durchhalten. Okay. Alles klar. Steig ein. Ich werde jetzt schon mindestens 15 Tode vorhersehen für den Unsichtbar-Modus. Oh boy, das wird witzig. Was haben wir denn da hinten? Verbandsmittel. Haha. Ist klar. Dann nutzen wir einfach mal, weil ein Kraut wäre, glaube ich, zu viel. Wir haben immer noch so leichten Schaden, sonst könnten wir jetzt das zweite Verbandszeug gar nicht mehr nutzen. Hm. Boah. Das hat jetzt aber auch gut an der Munition gezehrt, was ich nicht schlimm finde. Finde ich ehrlich gesagt sogar eher gut. Dass ich auch mal ein bisschen munitionstechnisch runterkomme. Aber wie gesagt, ich rechne immer noch damit, dass an einer bestimmten Stelle ein krasser Bosskampf kommen wird. Rechne ich mit. Naja. Benutzen wir erstmal den Aufzug runter. Ja, von der. Die ist doch da. Mach. So. Währenddessen gucke ich schon mal so ein kleines bisschen auf den Guide, nur um sicherzustellen, dass ich eben nichts verpasse. Oder zumindest so wenig wie möglich. Hm. Ja, das ist eben auch so ein kleines bisschen merkwürdig. Dieses Lied. Hm? Du kennst es? Oh nein. Und dann noch mit den ganzen aufgehangenen Schaufensterpuppen. Alter, bei dem Ambiente würde ich jedes Lied nicht mögen. Dead Space hat auch offiziell für mich das Lied Twinkle Twinkle Little Star verdorben. Seitdem höre ich den Song nicht mehr so wie zuvor. Oh boy, okay. Das ist jetzt fucking creepy. Muss ich zugeben. Warum? Warum dieses Puppenambiente? Ich weiß, mit dem Revenants, jetzt habe ich den Namen übrigens wieder, Revenants. Mit dem Revenants weiß ich ja, dass das passt, aber trotzdem. Ach. Verdammt, meine Lampe! Ernsthaft? Ernsthaft? Wow! Das ist doch Absicht. Was ist mit echt oder falsch? Kann die mal die Schnauze halten? Davon abgesehen, ich finde es interessant, dass eben hier Natalia angeblich keine. Ja, ist ja gut jetzt. Hast du eine Schallplatte verschluckt oder was ist hier los? Ich finde es eben krass, dass Natalia keine Angst anscheinend hat, aber trotzdem leuchtet ihr Armband permanent rot. Deswegen, ich habe das Gefühl, ihr Armband wurde einfach mal automatisch auf rot gestellt, damit sie nicht verdächtigt wird, eventuell. Weil jedes kleine Kind würde in so ein, bei so einem Szenario sich die ganze Zeit in die Hosen scheißen. Ja, selbst ich würde das tun. Gott, ey. Ich wusste es. Irgendetwas machen die wahrscheinlich noch mit den Puppen. Vielleicht Jumpscare-mäßig. Ja, da kam es. Oh Gott, die wackeln sogar rum.
Die haben Kollision. Ich find's gut, aber das macht es eigentlich nur gruseliger. Okay. Ah! Lottie, was hast du mit ihr gemacht? Lottie war meine Freundin! Ach nein, ihr Kuscheltier. Aus der Episode 2. Wieso, Alex? Was haben sie gegen sie? Das weiß man nicht. Hass auf Natalia gibt's nicht. Ich habe überlebt. Meine Rettung war nicht der Tod. Und allein ich bin daran schuld. Als ich den Abzug drückte, in dem Moment der Gedanke, dass ich von dieser Welt verschwinden würde, ich, ausgerechnet ich, begann Furcht zu empfinden. Wie ironisch, die Viren in mir, sie haben meinen Körper fast bis zum Tode verwest und retteten mich schließlich. Aha! Also ist sie tatsächlich nicht nach dem Headshot-Selbstmord gestorben. Ich bin hässlich geworden, ungeheuerlich. Ich kann meinen eigenen Anblick nicht ertragen. Das bin nicht ich, diese hässliche Kreatur. Aber bald wird ein neues Ich erwachen. Das Gefäß, in das ich mich übertragen habe. Ich kann es nicht erlauben. Ich verbiete es. Sie ist die Hässliche. Und doch wird sie mich ansehen und darüber lachen, wie hässlich ich bin. Warum bin ich so hässlich geworden? Ich bin ich, aber ich bin es nicht. Ich bin als ich selbst aufgewacht. Aber auch sie wird als ich aufwachen. Beide sind echt. Nein, es kann nur eine echte Version von mir geben. Und das bin ich. Sie kann niemals ich sein. Sie ist falsch. Darum kann ich nicht zulassen, dass sie fortdauert. Sie muss eliminiert werden. Ich bin ich. Nur ich bin echt. Ich werde jene Abscheulichkeit einsetzen. Alberts letzte Hinterlassenschaft. Ich werde diese unerträgliche Insel in Ouroboros ersticken. Sie wird ausgeweitet werden. Sie wird Furcht kennenlernen. Du wirst die kalte Umarmung des Todes spüren. Natalia. Und dann, wenn du stirbst, du Fehler, werde ich deinen Körper einnehmen. Ich werde mein echtes Ich werden. Natalia, du musst sterben. Da wurde mir jetzt schlecht bei, während ich das gelesen habe. Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen darin aufgegangen, so ein bisschen von der Stimme her, aber naja. Also mit anderen Worten, meine Theorie, die ich schon vor einiger Zeit geäußert habe, scheint sich tatsächlich zu bewahrheiten. Wer hätte das gedacht? Ja, ist... Jetzt gehst du mir wirklich auf den Sack. Weißt du das? Oh nein. Oh. Das ist ein viel zu großer Raum, als dass hier nichts passiert. Ich traue dem Raum nicht, gerade hier an den dünnen Stellen. Da passiert doch gleich was. Natalia macht ein bisschen Sprungübungen. Shut the fuck up! Himmelarsch und Wolkenbruch. Oh, ich merke gerade, ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt eine Larve verpasst, leider. Na egal. Ich kann dich noch vernichten. Ich muss dich vernichten. Wesker! Alter! Jau! Jesus! Okay, epileptische Anfallwarnung. Alter! Du kriegst sie nicht, Wesker Beast!
Und die erinnert mich an den Bürgermeister aus Resident Evil 4. Mit der Wirbelsäule gerade. Oh Gott, war das ekelhaft. Och nö, besiegen Sie Alex, das gibt's doch nicht. Und hier steht noch ein Klavier in der Mitte. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Okay. Hängt sie jetzt schön in den ganzen... Die hängt jetzt hier wahrscheinlich überall in den Lüftungsschächten rum und wartet auf ihren Moment zuzuschlagen. Oh Mann. Also doch, finaler Bosskampf gegen die Kaktusse. Ich wette, wenn ich den Raum verlassen möchte, wird sie mich schön dran hindern. Oh Gott, da ist sie. Warum hassen Sie sie so sehr? Kann sie zufällig da eine Schwachstelle erkennen? Nope. Alter. Help, help. No shit, Natalia. Hilfe. Die ist so unfassbar groß. Viel Spaß damit. Elende Krieger, du wirst sterben. Sie zuerst. Man denkt sich, ist sie mehr Mutation oder Maschine gerade? Wo will sie denn jetzt hin? Und wieder in den Lüftungsschacht. Wo ist sie hin? Kein Plan! Brandflaschen. Mist! Hoppala. Die Furcht fesselte mich an diesen kranken, wahnsinnigen Körper. Haben wir sie? Zumindest fürs Erste. Oh Gott. Puh. Alter. Wehe, was passiert jetzt? Alter. Oh, sie wird sie noch zerquetschen. Alter, wehe. Wehe. Das Spiel verarscht mich doch jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Jesus. What?
Gott. Mit den roten Augen ist Natalia jetzt extrem gruselig. What? Der hat einfach mal ihren Kern rausgezogen. Und jetzt wird sie ihn mit bloßer Hand zerquetschen, oder was? Alter. Blutlust und Mordlust in ihren Augen, ey. Ach du Scheiße. Alter. Natalia. Was machst du? Natalia? Oh Gott. Bitte nenn mich Alex. Ach Gott, nein. Auch noch dieses Nein! Zwing mich nicht dazu! Oh nein. Zwingen zu was? Barry. Ich hab's die ganze Zeit gefürchtet, aber jetzt, wo es soweit ist. Fuck. Oh, hab ich Gänsehaut, ey. Fuck. Unsere Rettung ist der Tod, aber nicht dieser. Oh Mann. Was? Fickt euch. Was? Nee. Bin ich... Das kann doch jetzt nicht das Ende sein. Liebes Spiel. What? Davon abgesehen, shit, ich habe gerade, glaube ich, den Part viel zu lang gemacht, oder? Ach nee, jetzt ist er so knapp über... Ja, so circa 35 Minuten. Solange es nicht auf über 50 Minuten ausartet, geht's ja noch. What? Come the fuck on! Das akzeptiere ich nicht als Ende. Gibt es eine geheime 5. Episode, von der ich nichts weiß? Ich habe überall nur von Episode 4 gelesen. Was genau ist hier jetzt gerade Phase? Mann, ey, das hat mich schon so auf dem falschen Fuß erwischt mit der kurzen Claire-Kampagne. Und jetzt, bei so etwas hört ihr doch nicht bei Barry bei der finalen Episode auf. Am Ende von den Resident Evil-Spielen geht es doch eigentlich ein bisschen positiver aus. So ziemlich alle Charaktere bis auf den Maincast sind tot. Und ja... Hauptbösewicht besiegt, hier hat der Hauptbösewicht überlebt. Ich wette jetzt drauf, nach den Credits kommen noch irgendetwas. Die werden jetzt irgendwie die werden das jetzt so ähnlich machen wie bei den Marvel-Filmen, dass noch mehr nach den Credits kommt. Wobei es in diesem Falle eher das wahre Ende von dem Spiel ist, anstatt einfach nur ein zusätzliches Gimmick. So ein kleiner Teaser für den nächsten Film. Und ein schönes Easter Egg für diejenigen, die die Comics kennen oder was weiß ich was. Oh. Also das würde sich wirklich mit jedem einzelnen anderen Resident Evil Titel beißen. Auch mit dem ersten Revelations Teil. Von daher, da muss noch was kommen. Wenn nicht, dann haben die Entwickler eindeutig was falsch gemacht. Thank you.
Ja. Großartig, was, worüber ich noch reden könnte, fällt mir jetzt gerade aktuell nicht ein, sorry. Deswegen, gerade während des Ablaufs der Credits. Normalerweise verabschiede ich mich dann ja immer, bis die Credits vorbei sind. Aber hier weiß ich eben überhaupt nicht, wann die vorbei sein werden, weil Revelations ja eher im Vergleich zu den Hauptteilen der Reihe so ein Randprojekt ist, glaube ich. Von daher rechne ich nicht damit, dass die Credits hier so lang sein werden wie bei normalen Resident Evil Spielen. Ja, jetzt kommen wir schon bei den ganzen Synchronsprechern. Zuerst die japanischen und dann die englischen wahrscheinlich. Die von allen Versionen, die auf dieser Disc mit drauf sind, sind hier wahrscheinlich noch die Credits aufgelistet. Ja, Englisch. Oh. Also ich hoffe wirklich, dass man irgendwie in der Lage ist, Alex noch aus Natalias Kopf zu vertreiben und dann kann die Kleine endlich mal ein normales Leben führen. Ich meine, zuerst überlebt sie die Terra Grigia-Panik aus Revelations 1 und dann soll es ihr Schicksal sein, fucking zum Wirt von Alex Wesker zu werden, der plötzlich aufgetauchten Schwester von dem anderen Alex? Ja. Den fucking Wesker, ey. Ich weiß, er hieß Albert und nicht Alex, aber ach. Fangen ja alle mit A an hier. Ja, dass er eine Schwester hat. Ich frage mich dann auch ehrlich gesagt, ob es jemals in Weskers Leben eine Frau gegeben hat, die er geliebt hat und eben geschwängert hat. Damit sich das so ein kleines bisschen mit einem anderen Resident Evil Teil verbindet. Den ich jetzt namentlich nicht nennen möchte. Da frage ich mich durchaus, ob da Revelations vielleicht noch irgendetwas an Ergänzungsarbeit machen möchte. Für die Hauptreihe. Würde ich zumindest sehr feiern. Und als, keine Ahnung, als freizuspielende Szene einfach mal. Ja, hier sieht man, wie ein alter Leon S. Kennedy und eine alte Ada Wong mit Ringfingern, also mit Ringen an ihren Ringfingern, am Strand sitzen, gemütlichen Cocktail schlürfen, Händchen halten. Und dann kommt am Strand auch noch irgendein Zombie vorbei. Das wäre mal so eine schöne, freischaltbare Szene. Für all diejenigen, die genau das shippen, was seit Resident Evil 2 eigentlich fast ein Kanon-Ship ist. Fast. Ne? Die Entwickler, jedes Mal, wenn man denkt, die Entwickler machen im Sinne von diesem Ship einen Schritt vorwärts, machen sie dann direkt danach wieder einen zurück und dann steht man wieder da, wo man vorher war. Wenn nicht sogar, dass sie zwei Schritte zurück machen und dann weiß man überhaupt nicht mehr, wo man steht. Resident Evil Degeneration? Muss mir das was sagen? Der Titel hier sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Naja. Special Thanks. Gut, das ist gut. Das bedeutet, die Credits sind so gut wie durch. Thank you for playing. Ich glaub's euch nicht, dass es vorbei ist. Thank you for playing, but it isn't over yet. Ja, Capcom, komm jetzt. Hier, After-Credit-Spielszene. Was seid ihr für Säcke, dass ihr einen für kurzen... Dass ihr einen... Nee, ne? Was? Jetzt habe ich gerade freigeschaltet, echt oder falsch? Als Trophäe? Das war's wirklich? Erreicht Revelations 2. Freigeschaltet Bild für Kostüme. Grundlagen des Überlebens. Bonuswaffe. Chicago Typewriter freigeschaltet. Gewöhnlicher Überlebender. Bonuswaffe Armbrust. Schlechtes Ende. Verzweiflung. Figur Alex. Figur Monster Alex. Wie schlechtes Ende. Inwiefern hätte ich da ein gutes Ende draus machen können?
Hätte ich mich irgendwo anders entscheiden müssen? Hätte ich etwas anders machen müssen? I don't get it. Ich raff's nicht. Munitionsschnüffler. Der Slinger Wartenimmer. Scharfes Auge. Jetzt habe ich wirklich ordentlich Zeug hier gekriegt. So. Alex in der untersten Ebene der Mine besiegt, ohne Schaden zu nehmen. Oh. Das könnte schwer werden. Aber auf einfach mit irgendeiner Bonuswaffe vielleicht draufrotzen, die ich jetzt freigeschaltet habe. Gegner mit Natalias Ziegelstein, 10 mit Zweitwaffen auf 5 Gegner, Schleichangriff, 10 mit Messer. Den Abschnitt abgeschlossen, ohne den Kran mehr als 3-mal zu bewegen. Oh! Ja, okay, wenn man 100% erholen möchte von den Items, dann ist das sowieso unmöglich. Aber wenn man ganz genau weiß, wo das Teil hin muss, sollte das möglich sein. Okay, Folgeangriffe haben wir aber. Versteckte, Messer natürlich nicht, ne? Aber die 10 Revenants mit Schwachstellen, das haben wir. Boah. Ich glaub das nicht, da muss doch noch was kommen. Also, naja, wobei, wie gesagt, ich habe ja das schlechte Ende freigeschaltet. Vielleicht muss ich irgendwas anderes machen am Ende, um das gute Ende zu kriegen. Keine Ahnung was. Mal gucken. Naja, nichtsdestotrotz war's das, würde ich sagen, erst einmal. Es sei denn, kommt jetzt noch eine Post-Credit-Szene? Nee, okay, Alter. Das gibt es nicht. Das akzeptiere ich nicht. Fuck. Okay. Naja. Wir werden auf jeden Fall erst im nächsten Part weitersehen können, was noch alles möglich sein wird. Ich muss ja sowieso noch alle von den Medaillen holen und dann gucken wir mal, ob eventuell einzelne Entscheidungen in dem Spiel tatsächlich auf dieses Ende hinauslaufen und ob ich es irgendwie schaffe, das zu verhindern. Mal gucken. Nichtsdestotrotz, Leute, an dieser Stelle verabschiede ich mich dann erst einmal. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!